Guten Morgen, Leute. Wir haben voll gut geschlafen und heute Morgen konnten wir echt voll schwer aus dem Bett aufstehen, weil fast ist ja so gemütlich, gell? Aber es war auch gleichzeitig so voll kalt so über der Decke. Und deswegen wollten wir einfach unter der Decke bleiben. Das Wetter ist irgendwie voll grau. Und guck mal, ich hab da irgendwas, guck mal. Seht ihr das? Ich hab es bekommen. Voll die Scheiße. Ich dachte mir noch so gestern, ich spüre da irgendwas. Und guck jetzt halt morgen. Herpes. Are you kidding? Jetzt gehen wir auf jeden Fall frühstücken. Und dann melden wir uns. So, Katze schminkt sich jetzt gerade. Get ready with Kat. So, wir sind jetzt hier in der Stadt. Und wir drehen jetzt noch ein bisschen für Ossi. Muss man da drücken? Ja, wahrscheinlich ist Sava. Ach so, ja, genau. Da war es in die Richtung. Ah ja, genau, da neben, da noch ein bisschen weiter, genau. Und die drehen jetzt noch ein bisschen was. Wir wollten kurz Starbucks und so, weil wir haben Gutscheine. Haben wir es schon erzählt? Ich glaube, ja. Wir haben von Benefit so Gutscheine bekommen, wo man wenn man ein Getränk kauft, noch eins gratis dazu bekommt. Und das lösen wir jetzt mal ein, weil das gilt nur bis zum 31.03. Deswegen müssen wir es auf jeden Fall noch ausnutzen. Und ja, Kat ist da mit ihrer Gewinnerin. Das Video wird Anfang April genau auf Kats Kanal da zu sehen sein. Da könnt ihr gespannt sein, deswegen konnten wir jetzt nicht so viel vloggen und so. Aber das seht ihr dann auf jeden Fall dort. Da sind... Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit noch gechillt und so, weil wir hatten noch ein bisschen Zeit. Jetzt fahren wir erstmal zum Hauptbahnhof und bringen sie zum Hauptbahnhof und fahren dann zum Flughafen. Und wir haben auch gesagt, also sie kommt aus der Nähe von Würzburg und das ist nicht so weit weg von uns. Und dadurch, dass wir halt auch auf dem Mannheim sind und so, haben wir gesagt, komm, wir treffen uns mal. Das ist ja nicht so weit weg. Zum Flieger und jetzt geht es auch gleich los. Wir waren, haben jetzt die Katharina zum Bahnhof gebracht, sind dann direkt hierher gefahren und waren noch kurz im Starbucks, aber sonst ja, gemacht. Haben einen gechillt. Ja, und haben auch voll viele, was heißt voll viele, ich habe zwei Sachen von Tara. Achso, das habe ich gerade an. Meine Damen und Herren, möchten Sie dann noch in Ihre Mobilgeräte, Smartphones, Tablets oder E-Reader in den Flugmodus zu schalten. Alle anderen elektronischen Geräte, wie zum Beispiel Laptops, müssen jetzt komplett ausgeschaltet werden. Sie dürfen diese aber wieder benutzen, sobald die anschalten. So, wir sind wieder zu Hause und beobachten die Katzen beim Pipi machen. Guck mal, Nala, wie die pisst. Okay. Na, Mila, geh doch raus, die pisst dich an. Ach. Vielleicht stehen wir auf dem Spiegel. Das ist ja richtig laut. Mila muss kacken, na die Arme. Oh Mann, das ist so richtig... Die Elefanten. Guck mal. Stell dir vor, ich sitze gerade auf der Toilette. Das war zwei Stunden so oder so. Guck mal, die Arme. Ja, die gehen voll auf Pipi. Und die haben auch jeden Fall richtig so... Die haben auch erst gerade was zu fressen bekommen. Okay, warte. Also, die Arme. Komm, mach mal kurz. Ich glaub, ich ja, es wird ja richtig so... Ja, wie gemacht? Nala. Aber gut erzogene Katzen. Ja, hab's doch ins Klo. Die muss einfach dringend. Und buddelt sich jetzt noch ein Loch. Guck, jetzt kackt sie. Guck, kann nicht mehr aushalten. Jetzt kommt's raus. Das ist ja scheißegal. Also, Alter, scheißegal, ob du noch aufhörst. Ich muss kacken. Katharina, hör auf mit den ekligen Geräuschen. Also, das ist schon richtig viel Kacke. Was macht sie mit ihrem Arsch? Alter. So, Mila, ich mache die Scheiße jetzt. Komm. Ist gut jetzt, da ist nichts mehr. Ja, aber das muss sie machen, weil sonst fühlt sie sich nicht fresh. Die immer, nachdem man die Scheiße rausmacht, gehen die ins Klo, gell?
Boah, das stinkt ey. Ja. Ja, aber es ist besser, immer gleich wegzumachen. Haben die Durchfall? Nein, normal. So, ich koche mir jetzt was zu Abendessen. Und zwar mache ich einfach Nudeln mit Pesto. Wir nehmen immer dieses Barilla. Ja, und das halt noch habe ich. Mal gucken, welches ich nehme. Und dann haben wir noch ein paar Nudeln übrig, aber es ist zu wenig. Deswegen mache ich noch ein paar. Und ja, das werde ich zu Abend essen. 9 kann ich gar nicht brauchen. Ich muss ja andere nehmen. So, ja. Jetzt bist du dran. Erst eine ziehen und dann eine ablegen. Welcome to und jetzt musst du eine zurücklegen. Kannst du auch die zurücklegen, die du gezogen hast? Ja, natürlich. Und aber warte kurz, aber wenn ich dann Drilling habe, kann ich es dann rausnehmen? Nein, du musst beide haben, dann darfst du es rauslegen. Ich habe mal gehört, dass es glaube ich auch in Phase 10 so Sterne gibt. Ja, wir machen nicht mit aufschreiben, das ist zu kompliziert. Was bedeuten die Sterne? Achso, die Sterne sind Joker. Ah, also kann ich die dann einsetzen? Genau, du kannst zum Beispiel, wenn du nur 2 hast, dann kannst du das als dritten Drilling nehmen. Gut, Joker. Okay. Und das mit dem Ausrufezeichen, falls ihr das mal kriegt, dann muss der nächste aussetzen. Ja, aber okay, dann kann ich das nochmal zurücknehmen. Ja, ja, weil ich hab das nicht gewusst mit den Sternen, also einmal. Ja. Okay. Alter, wie viel Glück kann man haben? Also pass auf, du bist jetzt in der nächsten Phase. Wir spielen jetzt weiter. Weiter und ich mach schon Phase 2. Nein, bis der erste kein. Nein. Du musst jetzt deine Karten loswerden. Das heißt, du kannst hier 12er dazulegen und hier 4er dazulegen. Und wenn ich aufgedeckt habe oder Juli, dann kannst du noch bei mir dazulegen. Okay. Ah, okay. Und du darfst noch eine ablegen. Ah, okay. Also, genau. Und wir spielen jetzt weiter quasi und der es nicht geschafft hat aufzudecken am Ende der Runde. Aber wenn ich zum Beispiel quasi nochmal einen Drillen kriege, kann ich es auch wieder hinlegen. Nee. Du musst hier dazulegen oder rauslegen. Okay. Und wenn ich jetzt auch aufgedeckt habe, meine Drillinge, dann kannst du zu meinen dazulegen. Okay. Also wenn ich 3 Elber habe zum Beispiel. Gibt es auch eine Straße? Nee, das kommt noch später. Ja. Jetzt musst du 2 Drillinge kriegen. Aber ich habe jetzt gerade eine Straße. Ja, Pech. Ja. Okay. Also eine nehmen und dann eine zurücklegen. Okay. Muss auch rauslegen. Hast du geschnallt, Schatz? Nein. Okay. Also jedes Spiel ist immer eine gleiche Reihenfolge. Ja. Also, es gibt halt immer andere Ziele. Phasen. Nächstes Ziel muss man einen Drilling, einen Vierling legen und so. Und nee, aber ist es immer diese Karte, die To-Do-List? Ja, immer die Karte. Also ist jedes Spiel immer gleich? Ja, aber es wird halt immer schwerer. Jede Runde wird schwerer. Du musst aussetzen, Julic. Also dann ist es so wie Uno ein bisschen. Ja, also, wenn sie alle Karten los hat, was ist dann ist die Runde vorbei. Und dann das ist die Urne, nur dass es einen Plan gibt. Ja, wenn sie jetzt alle Karten los hat und wir haben noch nicht die 2 Drillinge aufgedeckt, dann müssen wir nächste Runde nochmal diese Phase spielen und sie darf schon die nächste spielen. Das ist schon richtig schwer, das ist ein bisschen mehr. Ja, nee, es geht. Glaub mir, das funktioniert. Ja, zu dritt geht's ja. Aussetzen. Ja, gut, jetzt ist Cut. Ja, warum Cut? Ich dachte, das geht die Reihenfolge. Nein, das geht die ganze Zeit schon so. Hä, das ist aber nicht richtig. Ach, ihr dürft übrigens, wenn ihr eine Karte ziehen müsst, dürft ihr eine von hier nehmen oder eine vom Stapel. Okay. Also ihr dürft die oberste nehmen, die hier liegt, oder die frische. Mhm. Dürft ihr jedes Mal. Ah, okay, den können wir uns dann verwenden. Okay, du bist. Eine ziehen und dann eine weglegen. Ich hab's verstanden. Nee, scheinbar nicht. Doch. Wer erfindet solche Spiele, frage ich mich. Ja, Spieleerfinder. Nee, aber was? Die vom Ravensburg. Ja, alle Ravensburger Bürger. Weil ich glaube, das ist schon richtig so eine Wissenschaft, weil ich glaube, da gibt es verschiedene Vorschläge. Da muss jeder Vorschlag sozusagen vortragen. Dann müssen die alles abdecken, was passieren kann. Dann genau, alle dann Regeln und sowas machen oder was alles, ob das sinnvoll ist. Diese wenn du jetzt eine 4 hättest, dann könntest du die Joker durch den Joker ersetzen. Ja. Genau. Juli, du musst jetzt eine weglegen. Ja. Ich überlege mal. Ich glaube, ich mache mal eine Challenge. Herpes ist ja so ansteckend. Mach ich so bei dir und dann so. Mal gucken, ob ich Herpes kriege. Kann ich auch küssen? Okay. Nein. Ein Drilling. 2 Drillinge. So, was ist so? Was liegt draußen? Du kannst schon hinlegen, sodass wir auch drankommen. Achso, also hier. Kann ich eigentlich auch auf die legen? Ja, erst wenn du rausgelegt hast. Erst wenn du 2 Drillinge hattest. Also ein Drilling, 2 Drillinge und eine darf ich rauslegen. So, und jetzt geht es quasi so lang. Kat und ich sind jetzt definitiv in der zweiten Phase. Ja. Und wenn du es jetzt nicht schaffst aufzudecken, bevor einer von uns die Karte los hat, dann musst du nächste Runde nochmal die Phase spielen.
Leo, finde ich jetzt irgendeinen Scheiß erzählen? Ich glaube nicht. Nein, das ist aber so. Was habe ich denn für einen Vorteil davon? Ja, du kannst Sorge machen, dass du gewinnst. Nein, ich nicht. Nee, du musst mir jetzt die Karte geben. Oder? Ja, genau. So willst du das also machen. Hast du schon? Ne. Ich kann einfach dazu legen, gell? Ja, wenn du 12 hast, könntest du die durch den Zettel ersetzen.